Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Wir machen heute einen kurzen Test mit dem Siglent 2042X, dem Frequenzgenerator. Und wir möchten gerne überprüfen, wie sich das so mit der Ausgangsleistung verhält. Ich habe mal 5 dBm eingestellt hier auf dem Frequenzgenerator. Und versuche dann bei verschiedenen Signalformen hier ein Dreieck oder auch zum Beispiel ganz einfach zum Starten ein Sinus, diese 5 dB einzustellen. Da muss ich immer wieder korrigieren, das wechselt. Ich habe noch nicht herausgefunden, wieso. Aber man kann hier 5 dB einstellen. 5 dB, 1 MHz mal zum Starten. Das ist so ungefähr die Geschichte. Dieses 1 MHz schauen wir nun auf dem Pegelmesser an und sehen, die 5 dB werden ganz gut eingehalten. Bei Sinus überhaupt kein Problem. Wir können jetzt auch hier noch die Megahertz erhöhen, zum Beispiel auf 10 MHz. Und wir sehen also die 507, das ist immer noch super. Das wird immer noch eingehalten. Also auch wenn ich jetzt da noch höher gehe, irgendwie auf 100 MHz zum Beispiel, das ist so ziemlich dann an das Ende der Fahnenstange hier, 100 MHz, und wir sind immer noch bei 508, also perfekt. Also die 5 dBm Ausgangssignal bei einem Sinus, kein Problem, der Signalgenerator ist da perfekt. Jetzt gehen wir wieder nach unten, stellen wieder mal 1 MHz ein und anstelle des Sinus machen wir jetzt ein Rechteck. Da sieht die Geschichte dann schon ganz anders aus. Ich mache wieder die 5 dBm hier. 5 dBm, genau. 5 dBm, 1 MHz, perfekt. Das Problem fängt jetzt an, wenn wir die Frequenzen ändern. Also 1 MHz ist okay. Jetzt gehen wir mal höher, zum Beispiel auf 5 MHz. Wir sehen, da nimmt jetzt die Ausgangsleistung schon ziemlich rasant ab. 5 MHz. Und noch ein bisschen höher, wenn ich da auf 10 MHz gehe, dann haben wir dann nur noch 440. Also hier fängt die Problematik an. Also die Frequenzstabilität, die Ausgangsleistung bei höherer Frequenz und Rechteck nimmt doch rapide ab. Aber das ist auch nicht verwunderlich. Also Rechteck ist sehr heikel und der Frequenzgenerator ist ja nicht ein Gerät, das mehrere 10.000 Franken gekostet hat und einen sauberen Rechteck macht, aber immerhin, also wir sind nur ein halbes dB daneben. Die Grenze hier ist noch rasch erreicht, ich glaube es ist bei 20 oder 25 MHz, 20 MHz, dann sind wir dann schon massiv daneben. Nach Spezifikation ist 25, man sieht das hier, das ist das Frequenzlimit 25, aber das ist dann schon nicht mehr erträglich, also das ist viel zu viel daneben. Aber ich würde jetzt mal sagen, so bis nochmal zurück, 10 MHz, geht auch nicht, aber so, schauen wir mal, wo die Grenze etwa liegt, wahrscheinlich bei 1 MHz, jawohl, einem, gehen wir noch ein bisschen höher, 5, 5 geht auch noch, aber ich würde mal sagen, solide Geschichte, Rechtecksignal, 5 dBm, 1 MHz geht, also aber nicht 100 MHz. Jetzt wechseln wir noch auf die Dreieck-Version, das geht auch noch. Dreieck, dann machen wir wieder die 5 dBm hier, genau, fangen wieder an bei 1 MHz hier, das ist okay, und auch der Ausgang 5 dBm, super, und hier gehen wir noch auch wieder ein bisschen höher und dann sehen wir, der Frequenzgenerator macht da schon nicht mehr mit, also 1 MHz ist die Grenze bei Dreieck, mehr geht da nicht. Also ich könnte jetzt allerdings nach unten gehen, das ist dann die andere Variante, zum Beispiel 100 kHz. Und seht ihr, das geht dann gut. Also Dreiecksignale im unteren Frequenzbereich, kein Problem. Also man kann da zum Beispiel auf 10 kHz gehen, nehme ich mal. 10 kHz, auch noch sehr, sehr gut. Also Dreiecksignale gehen dann auch im untersten Frequenzbereich, zum Beispiel 1 kHz, ja, geht auch noch. Wenn ich jetzt 1 kHz nehme und nehme Rechteck, wieder die 5 dBm, nicht recht, mal. Da, 5 dBm, jawohl, genau. Das
Rechteck-Signal, 1 MHz, 5 dBm. Das geht auch. Und natürlich Sinus, das ist die einfachste Version. Sinus geht problemlos bis in die höchsten Frequenzen. Da werden keine Unterschiede bemerkbar sein für 790. Okay, hier ist ein kurzer Check und das zeigt auch die Limiten eines Frequenzgenerators auf, der dann auch irgendwelche Formen, also auch arbiträre, also irgendwelche willkürliche Signalformen produzieren kann. Da muss man schon beachten, dass die Frequenz zwar erzeugt wird, aber die Ausgangsleistung, die Amplitude dann doch sehr stark variiert. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor.